Hallo und herzlich willkommen zu Einfach Programmieren. Diesmal mal wieder nicht mit einem Programmierthema, sondern mit einem durchaus ernstzunehmenden, weltverbessernden Thema, nämlich der Vermeidung von Müll. Es ist gerade Silvesterabend und meine Freundin ist damit beschäftigt, ein Video zu drehen für unsere gemeinsame Unternehmung, für unsere Firma. Ich will dem natürlich nicht nachstehen und habe mir gedacht, ich drehe ein kleines Video über den 3D-Druck, über das ich ja schon das ein oder andere Mal was an Videos produziert habe, vor allen Dingen auf Facebook. Und weil ich das eben auf Facebook gemacht habe, kam irgendwann die Tage der Björn auf mich zu und fragte mich, ob ich auch Auftragsarbeiten erledigen würde. Und dann habe ich halt in jugendlichem Leichtsinn gesagt, ja klar, kommt drauf an, aber eigentlich schon. Und Björn kam dann auf die Idee, beziehungsweise kam dann um die Ecke mit einem Bauteil, mit einer Stirntaschenlampe, das ist hier das Teil, bei dem das Flügelchen von einem Gelenk hier so abgebrochen war. Das müsste eigentlich auch so senkrecht aufrecht stehen, aber ist es halt hier tatsächlich abgebrochen. Und er hat mich gefragt, ob ich dieses Teil hier nachkonstruieren kann. Und dann dachte ich mir, ja klar, warum einfach wegschmeißen, denn die Taschenlampe, die daran angebracht wird, das seht ihr hier, die tut's ja immer noch. Und warum soll man das Bauteil, diese Taschenlampe aufgrund des kaputten Bauteils wegschmeißen? Das widerstrebt mir ehrlich gesagt. Und ich habe Björn dazu gebeten, mir verschiedene Fotos dieses Teils aufrecht, also von vorne, von hinten, von oben, von unten, von rechts und von links zu senden. Und herausgekommen sind dabei folgende Bilder. Björn hat hier einfach die Teile oder das Teil in verschiedenen Ansichten fotografiert und gleichzeitig auch, das war meine Bitte, einen Maßstab mit eingezeichnet. Das sind hier einfach Zentimeterangaben in X- und Y-Richtung und auch senkrecht zueinander, anhand derer ich dann später abmessen kann, wie lang oder wie groß die Abbildung auf dem Foto sind, weil wenn ich nicht weiß, wie groß das Teil ist, dann macht es keinen Sinn, dann kann ich da zwar fleißig rumdesignen, aber das Teil wird sehr wahrscheinlich nie mit diesem Teil hier dann übereinstimmen, von der Bemaßung her. Dann habe ich festgestellt, dass wenn man Bilder aufnimmt, wo ist dein Handy hier, wenn man Bilder fotografiert oder Bauteile fotografiert, dann muss man dafür sorgen, dass das Bauteil tatsächlich sehr senkrecht zur Linse bzw. zum Fotoapparat steht. Und wenn der Fotoapparat oder das Handy ein bisschen verkantet ist, ich übertreibe das jetzt mal, also wenn man zum Beispiel so ein Foto aufnimmt, das hier ist das Bauteil und das hier die Kamera, und wenn man das Bauteil so schrägstehend aufnimmt, dann kann man eigentlich alles vergessen. Aber man kann es gar nicht richtig steuern, wenn man kein Stativ hat, wie man das aufnimmt. Man muss dann noch eine Entzerrung dieser Grafiken oder dieser Fotos vornehmen. Ich habe dazu dann GIMP verwendet. Da gibt es dann eine Funktion namens Perspektive verändern. Habe ich gemacht, hat aber nicht zum gewünschten Ergebnis geführt. Vor allen Dingen deshalb, weil ich nicht wusste, wie diese einzelnen Teile eben zueinander stehen. Also ich finde zum Beispiel, dass man hier auf dem Foto nicht genau erkennen kann, ob diese Flügelchen senkrecht auf der Grundfläche stehen oder nicht. Also habe ich Björn gebeten, mir das Bauteil oder mir die Taschenlampe doch bitte zuzusenden, damit ich dann im Echten mithilfe eines Messschiebers oder Schieblehre die Maße abnehmen kann. Dann habe ich hier zum Beispiel die Länge gemessen und dann kam dabei raus, dass, ihr seht das vielleicht hier, dass die Grundfläche 55 mm lang ist. Und so habe ich dann die einzelnen Teile dieses Teils nachgemessen und eben in eine 3D-Grafik überführt. Und herausgekommen ist dieses hier. Ich werde euch in diesem Video nicht zeigen, wie ich diese Grafik erstellt habe, dieses Objekt hier erstellt habe. Das mache ich in einem späteren, wenn ihr das wünscht, wenn das für euch interessant ist, weil das ist dann doch ein bisschen sehr techy und erfordert ein bisschen, ich sag mal, Kenntnis dieses 3D-Programms. Aber wenn ihr euch selber damit beschäftigen wollt, also nicht nur mit GIMP, sondern eben mit 3D-Design, kann ich euch Autodesk Fusion 360 nur wärmstens ans Herz legen, weil das ist tatsächlich eine Software, die man, wenn man nicht die kommerziell nutzt, die kann man umsonst benutzen, hat natürlich ein paar Einschränkungen, man kann die Cloud nicht beliebig benutzen und so weiter, aber das kommt normalerweise nicht in Belang für solche Bauteile hier. Und da könnt ihr halt sehr gut lernen, wie man 3D designt, was ja unter Umständen auch eine Fähigkeit ist, die nicht ganz ohne ist, die man halt auch gebrauchen kann. Wie ihr seht, hier eben zum Nachbauen von kaputten Bauteilen. Und vor allen Dingen
ist es auch so, dass ihr nicht unbedingt einen eigenen Drucker braucht. Wie gesagt, der Björn hat halt keinen, hat mich gefragt, ob ich das drucken kann. Ich müsste es auch noch designen. Ich habe das gerne gemacht, weil es halt eine nette Fingerübung ist. Aber wenn ihr schon mal Vorkehrungen trefft oder vorarbeitet und jemanden kennt, der einen 3D-Drucker hat, dann könnt ihr auch Bauteile nachbasteln beziehungsweise dafür sorgen, dass ihr Reparaturen durchführen könnt. Und wenn ihr keinen kennt, der einen 3D-Drucker hat, gibt es vielleicht die Möglichkeit, bei eurer Bibliothek, Stadtbibliothek nachzufragen, die nämlich auch einen 3D-Drucker haben. Aber dafür müsst ihr halt sogenannte STL-Dateien bereitstellen. STL steht für Standard Tessellation oder Standard Triangle Library. Und das ist ein Dateiformat, in dem 3D-Objekte abgespeichert werden, damit der 3D-Drucker die verarbeiten kann. Wobei, das stimmt nicht ganz. Es ist nicht der 3D-Drucker, der die verarbeitet, sondern ein sogenanntes Slicer-Programm. Also ein Slicer. Das zeige ich euch hier. So, das ist hier Simplify 3D. Das ist der Slicer, den ich verwende. Und jetzt muss ich hier nochmal aufsuchen, wo ich die Datei abgespeichert habe, nämlich auf dem Schreibtisch. Das hier ist die STL-Datei, die ich aus dem CAD-Programm exportiert habe. Und ihr seht hier das Bauteil. Der Slicer ist dafür zuständig, dass die einzelnen Schichten an den Drucker gesendet werden können. Denn der 3D-Drucker, der ist ja nichts anderes als ein Gerät, das einfach Plastikschichten aufeinander auftürmt. Ich zeige euch das jetzt mal einfach direkt. Ich bereite die Druckdatei vor und dann seht ihr, das Blaue ist das, was der Drucker tatsächlich dann an Plastik erwärmt und auf die Druckfläche ablegt. Und ihr seht dann hier, wie er Schicht für Schicht, das ist eine Simulation natürlich, wie er Schicht für Schicht aufeinandertürmt, um dann irgendwie nach 88 Schichten tatsächlich das fertige Bauteil eben im Drucker zur Verfügung steht. Und dieses Programm berechnet auch gleichzeitig, wie jedes Slicer-Programm, die ungefähre Dauer, die das dauert, um dieses Teil zu drucken, nämlich 59 Minuten. Und es werden 3,3 Meter an Filament, also zu schmelzendem Plastik, verwendet. Und das sind 10 Gramm, die ungefähr verbraucht werden. Und das kostet in dieser Ausrichtung jetzt 22 Cent, also 0,22 Euro, das Bauteil herzustellen. Das sind jetzt meine Einstellungen. Das hängt alles natürlich davon ab, wie teuer das Filament ist im Einkauf und so weiter und so fort. Aber es ist auf jeden Fall ein Bruchteil, den man zur Reparatur dieses Bauteils braucht, vom eigentlichen Preis dieses Dings. Zwar hat diese Taschenlampe nur 30 Euro gekostet, aber ich finde, selbst wenn das Bauteil 30 Cent kostet, also ein Hundertstel, ist es durchaus eine lohnenswerte Aufgabe, eben dieses Ding nachzudesignen. Man muss es eben nicht wegschmeißen, was mir tatsächlich mittlerweile, je älter ich werde, mehr und mehr wehtut, dass man eigentlich funktionierende Sachen einfach wegschmeißt und auf die Deponie wirft. So, jetzt ist es halt noch so, dass dieses Teil hier liegend gedruckt wird. Mein Gefühl sagt mir und meine Erfahrung sagt mir, dass der liegende Druck in dem Fall nicht ganz so stabil ist. Deshalb richte ich das Teil auf und sorge dafür, das ist eine Slicer-Einstellung, dass das Teil aufrecht gedruckt wird, also nach oben höher also steht. Und dann dauert es ein bisschen länger, 1 Stunde und 7 Minuten, und braucht auch ein bisschen mehr Material. Das liegt daran, dass ich tatsächlich jetzt so sogenanntes Unterstützungs- bzw. Supportmaterial verwenden muss. Denn ihr seht hier oben das Ding, das kann ja nicht in die Luft gedruckt werden. Es muss ja irgendwo aufliegen, dieser Teil des Bauteils. Und dafür muss sogenanntes Supportmaterial mitgedruckt werden. Und das muss natürlich mit in die Kalkulation des zu verwendenden Plastiks mit einbezogen werden. Und das sieht dann so aus. Es sind jetzt 118 Schichten und nicht nur 88. Und wenn ich mir das jetzt angucke, was ich immer machen sollte, bevor ich es dann an den Drucker sende, so sieht man halt, wie die einzelnen Schichten aufgebaut werden. Jetzt gibt es noch ein anderes, also es gibt noch diverse andere Probleme hier, aber die sind alle lösbar. Natürlich nicht sofort, sondern dafür muss man ein bisschen Erfahrung, ein bisschen Lust und ein bisschen Knobelgene mitbringen, um diese zu lösen. Wie gesagt, ihr müsst jemanden kennen, der einen 3D-Drucker hat, aber jeder 3D-Drucker ist in sich nicht in sich, aber es unterscheidet sich von dem anderen. Das hängt damit zusammen, dass die halt zusammengebaut werden. Da gibt es Fertigungstoleranzen. Was bedeutet, dass 10 cm, die ich im 3D-Programm designe, nicht genau 10 cm beim, also als 10 cm nach dem Druck herauskommen. Das kann ganz viele Ursachen haben. Also der Drucker ist ein bisschen krumm zusammengebaut. Das muss nur ein ganz kleines bisschen sein. Das Plastik verhält sich anders. Das hat eine andere... Also selbst wenn ihr den gleichen Hersteller nehmt, das Plastik kann sich von Charge zu Charge ein bisschen unterscheiden.
Das heißt, so ein Bauteil müsst ihr unter Umständen mehrfach drucken, bis es halt tatsächlich passt. Aber selbst bei 5 oder 6 oder 7 Ausdrucken ist das zu verschmerzen, wenn das nur 25 Cent kostet. Und mit jedem neuen Druck wird natürlich die Anpassung zeitlich kürzer, weil ihr nicht mehr alles neu designen müsst. Vor allen Dingen, wenn ihr solche Programme wie Fusion 360 verwendet, was mit sogenanntem parametrischem Design arbeitet, was dazu führt, dass ihr eine Bemaßung, die ihr zum Beispiel, ich zeige euch mal kurz die Schritte, die ich hier verwendet habe. Ihr seht, ich fange halt irgendwo an mit dem Design des Bauteils und es wird dann halt mit Schritt zu Schritt wird es halt mehr. So, dann habe ich hier die Flügelchen definiert und so weiter, hier das Endstück und so weiter und so fort. Und bei jedem dieser Schritte kann ich halt eine Bemaßung ändern und wenn ich das gut mache und die Bemaßungen voneinander abhängen, dann kann ich dann zum Beispiel dafür sorgen, dass wenn ich jetzt sage, das neue Bauteil muss nicht 55, sondern weil der Drucker ein bisschen kleiner ausdruckt als angegeben, muss das Bauteil eigentlich 56 mm breit sein, dann sage ich einfach in einem vorangegangenen Schritt, dass hier 56 mm statt 55 mm verwendet werden und die Flügelchen oder diese Aufhängungen werden dann automatisch eben 56 mm auseinander ausgedruckt. Weil ich keinen Zugriff auf den Drucker habe, weil ich bei meiner Freundin zu Silvester bin und nicht in meiner eigenen Wohnung mit meinen eigenen Werkzeugen und so weiter, werde ich euch jetzt allerdings entlassen und dieses Bauteil nicht sofort drucken, sondern erst im neuen Jahr drucken. Und gleichzeitig will ich euch aber zumindest mit der Inspiration zurücklassen und ins 2021 starten lassen, zu überlegen, ob kaputte Dinge tatsächlich immer weggeschmissen werden müssen oder ob sie repariert werden können und das vor allen Dingen eben zu vertretbaren Kosten. Also wenn ihr jemanden kennt, der designen kann, wenn ihr jemanden kennt, der einen Drucker hat, denjenigen anzusprechen und zu bitten, euch vielleicht dabei zu helfen, ja, neue Teile, Ersatzteile zu designen und zu drucken. In diesem Sinne, frohes Neues 2021!